Da hinten habe ich gerade ein, bei diesem Gebilde da, ein angebliches Gipfelbuch vom Schwarzwaldverein gefunden in so einer Metallkiste. Hat mich da auch gleich drin verewigt. Wenn hier also mal jemand langläuft, kann er ja mal gucken, ob er meinen Eintrag findet. Ist mit Name. Müsste also findbar sein. Wir haben, glaube ich, was heißt denn heute? Der 26. Januar. Also bin ich mal gespannt, ob da jemand meinen Eintrag entdeckt, falls irgendwie nachlauft, falls oder schon hier wart und ich hätte irgendeinen Eintrag von euch lesen sollen und hat sie es nicht getan, nicht Bösewicht. So, es ging jetzt eben doch deutlich hoch und hier scheint es nochmal ein ordentlicher Anstieg zu sein. Mich irritiert halt bloß, dass dieses Buch da Gipfelbuch hieß, obwohl an der Stelle definitiv kein Gipfel ist. Haben sie das Gipfelbuch vom Gipfel auf hohem Gipfel verlegt oder wie funktioniert das? Scheint mir fast so. Ja, also hier geht es jetzt schön hoch. Gucken. Aber besonders, so besonders tödlich ist das ja nun als auch wieder nicht. Also, ja, ich weiß nicht. Klar, anstrengend ist es. Auch da hinten eben war da so eine Stelle, die ist durchaus anstrengend. Aber ja, so richtig mörderisch ist anders. Ich weiß ja nicht. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu fit. Könnte auch sein, dass das nicht so ganz aufgeht. Wir planen mit dem Böse. Ja, jetzt habe ich das Deppenzepter schon ausgepackt. Es kann noch ein paar Sachen loswerden. Also übernachtet wird ja auch wieder unter Baumarktplane. Ich werde natürlich wie immer draußen schlafen. Das heißt, wenn alles nach Plan läuft, dann bin ich so etwas über 72 Stunden im Freien, im Winter. Das ist ja schon, das muss man mir erstmal nachmachen. So. Na gut, also diese eigentliche Dickung, wo ich jetzt gerade durchschleiche, gut, es geht natürlich einen Weg durch, dann darf man selbstverständlich durchlaufen, aber das hier wäre schon eine Dickung. Und für gewöhnlich sollte man da gerade im Winter nicht durchstapfen. Aber ja, wenn ein Weg durchgeht, ist das natürlich was anderes. Das wissen die Tiere ja auch, dass sie immer mal wieder irgend so ein Heini durchstapft, der dann auch noch Selbstgespräche führt, beziehungsweise mit einer Kamera auf einem Deppenzepter spricht. Ich habe übrigens mein altes Deppenzepter irgendwo verloren. Find's nicht mehr. Das ist ein neues Deppenzepter. Das ist deutlich stabiler. Muss man weniger Angst um die Kamera haben. Ist aber auch relativ kurz. Also das ist das höchste der Gefühle. Und da habe ich jetzt einen Arm voll ausgestreckt, was aus Gründen der Anstrengung nicht funktioniert. Aber ich glaube, so ist auch ganz okay. Da sieht man ein bisschen was vom Hintergrund und Ben kann dummes Zeug erzählen. Oh, wir kommen ins Freie. Weiter geht's offensichtlich hoch. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Das ist natürlich dann schwierig, wenn hinter mir so hell ist. Dann bin ich selber natürlich dunkel. Das geht halt jetzt nicht anders. Uiuiui. Ja, da geht es jetzt doch ganz gut hoch. Ja, ich würde vorschlagen, dann packe ich die Kamera wieder weg und stapfe noch ein wenig weiter, bis ich wieder was Sinnvolles zu sagen habe. Okay. Die haben nicht übertrieben.
Es ist scheiße, anstrengend, hier hochzukommen. Aber guckt mal hier, Sekunde, da ein schönes Schild, Hinweis, Brunnen 3 Minuten. Das ist mal ein sinnvolles Schild. Sowas hätte ich mir auch ganz gerne im Sommer gewünscht. Jetzt ist es mir scheißegal, weil Wasser gibt es überall, man muss es nur aufheben quasi. Ja, es geht natürlich da diesen ausgetretenen Weg weiter nach oben. Also ab dem Schild, Fahrradkopf 1 Kilometer, der 1 Kilometer, der letzte, der hat es offensichtlich wirklich in sich. Also das ist dann wohl der Grund, weshalb dieses Stück so, ja, verrufen ist. Hoi, 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 hoi. Ja, da muss ich jetzt erstmal noch hochkommen. Mach ich mal weiter. Ich krieg Durst, ich habe keine Lust, aber extra den Rucksack abzusetzen, um was zu trinken. Ist natürlich eigentlich strategisch blöd, wenn man Durst kriegt, sollte man was trinken. Aber ja, ich hau mir eine Handvoll Schnee rein und dann geht's weiter. Ja, und an dieser Stelle Standbild mit Audiokommentar, und zwar Thema Schnee essen bzw. Schnee trinken. Das hat 2 entscheidende Nachteile. Erstens, man braucht einen Haufen Energie, quasi um den Schnee im Körper dann zu schmelzen und auf Betriebstemperatur zu bringen, entzieht dem Körper also vor allen Dingen Kalorien. Es macht einen jetzt nicht wirklich langsamer und strengt einen furchtbar an, eine Handvoll Schnee zu futtern, aber ja, es kostet Kraft. Zweiter Nachteil, Schnee ist quasi destilliertes Wasser. Wenn man da ganz große Mengen von konsumiert, entzieht es einem ein gewisses Maß an Mineralien, die man dann halt eben irgendwo anders herkriegen muss. Heißt, an Steinnuggeln oder ein paar Haferflocken in den Schnee packen oder generell ist es überhaupt kein Problem, wenn man normal ernährt aufgebrochen ist quasi. Also es wird nur dann problematisch, wenn man ohnehin schon in einer Mangelsituation ist und dann anfängt, sich nur von Schnee in Anführungszeichen zu ernähren, wenn man das so nennen möchte. Gut, weiter geht's. So, bin oben. Meine Fresse. Also dieses letzte Stück, als ich mich das letzte Mal gemeldet hatte, bis da, von da bis oben, das haut rein, vor allen Dingen mit Schnee. Schnee braucht halt wahnsinnig Kraft, aber da das jetzt offensichtlich der krasseste Aufstieg gewesen ist für heute und scheinbar auch für den ganzen Westweg, so heißt es zumindest auf Wikipedia, kann ich jetzt festhalten zu meinem Gesundheitszustand. Muskulatur, yo, Kondition, heißt, Tourenvorbereitung sollte vielleicht noch ein paar Runden Joggen beinhalten. Also wirklich noch ein bisschen was für die kurzfristige Ausdauer, dass man bei ganz stark berghochsteigen eben nicht allzu sehr aus der Puste kommt. Ich habe jetzt größtenteils wirklich langfristige Ausdauer trainiert. Das kommt mir, glaube ich, heute noch zugute, aber ich komme schon aus der Puste, wenn es so einen richtig krassen Buckelnuff geht. So, man genieße die Aussicht. Im Sommer muss das hier sehr schön sein. Das ist nämlich Ginster und der blüht gelb. Also das muss schön aussehen, wenn man dann da hochkommt. Also da bin ich jetzt gerade hochgekommen. Es gibt hier eine Feuerstelle. Das Schild kann ich nicht so hundertprozentig entziffern, aber ich glaube, das heißt sowas wie, bitte nehmen Sie Ihre Abfallwehr mit. Oder so ähnlich. Zoomen wir mal hin, da muss ich schon nicht durch den Schnee stapfen. Leider ist der Zoom gerade sehr lahm. Ja, es geht um den Abfall. Okay. Dann wäre das auch geklärt. Und jetzt machen wir eine Hüttenbesichtigung. Ich hatte nämlich das dunkle Gefühl, dass diese Hütte hier noch großartiger sein könnte als die Wegscheidhütte bei Vorbach. Denn allein die Tatsache, dass diese Hütte hier eine Tür hat und ein Fenster mit Glas, guckt hier, da und Tür. Lässt doch Tolles vermuten. Ich gehe mal rein und
Mach die Kamera mal so und mal gucken, was wir so sehen. Ist ja natürlich super dunkel da drin, aber ein bisschen was werden wir hoffentlich erkennen können. So, man öffne die Türe. Aha, so funktioniert das. Wow, krasser Scheiß. Das ist ja ein Haus, das ist ja keine Hütte. Bohohoho, und sogar hoch kann man. Und es gibt Kleiderhaken. Also das ist jetzt... Also hier würde ich jetzt nicht mal übernachten, wenn es so weit wäre, weil da bist du ja indoor. Das kann man ja hohoho, inklusive Wanderkarte, wenn man mal keine Ahnung hat, wo man eigentlich ist. Das ist ja echt zu viel des Guten. Ich bin gerade mit dem Rucksack da an der Decke hängen geblieben. Das ist hier ein bisschen eng. Ja, also ich muss sagen, ganz toll. Und sogar sowas liegt hier noch rum. Also für Notfälle... Tipptopp, also super, also da kann man ja wirklich überhaupt nichts sagen. Und der nächste Brunnen ist von hier, also wenn jetzt nicht Schnee liegt und man kein Gepäck auf hat, ich denke 10 Minuten, weit weg. Gut, ich mache mich hier mal gemütlich und mache eine kleine Pause. Meld mich dann wieder, wenn ich fertig gepauset habe.